finden. Ist der Tracker repariert? Wie gesagt, er ist nicht kaputt. Wenn wir keinen Schalter finden, dann vielleicht einen Zugriff auf die Schaltkreise selbst. Ich such ja schon. Kommst du mit dieser Akrobatensache nicht bis darauf, Gamora? Vielleicht ist da drin ein Kontrollfeld, das du hacken kannst. Möglich wär's. Ah, ja. Natürlich kann sie keinen normalen Stuhl in Bodenhöhe haben. Er soll bei ihren Gegnern Furcht erregen. Er ist ein Verbrechen, was die Effizienz angeht. Und bequem sieht er auch nicht aus. Tja, wo? Okay, Drax, räum mal den Schutt weg. Sofort! Mal sehen, was sich da hinten verbirgt. Aha. Hättest du nicht noch mehr Lärm machen können? Doch, aber du hast nicht gefragt. Drax nimmt doch mal alles. Okay, ich sende den Plan an deinen Visor. Sieh dir die Verkabelung an und sag mir, welche Verbindungen ich umschalten muss. Ach, du Schande. Hier gibt's einen Schalter. Ach, wie können die nur so viel Strom durch einen einzigen Kondensator jagen? Gibt es ein Problem? Lauter Amateure, das komplette Kontrollfeld muss ersetzt werden. Hier? Fertig. Cool, es hat sich verändert, ich seh's. Du bist leicht zu beeindrucken. Primäres und sekundäres Relais sind verbunden, ihr Sanooks. Dein Ton klingt eher negativ. Schalt die um. Fertig. Die hier. Direkte Weg. Oh, hier. Ja. Nö. Okay, hier. Ach, was für ein Chaos. Überall sind Kabel. Hast du mal die Milano gesehen? Hey, die sind viel geordneter, als sie sein könnten. Es ist nicht meine Schuld, dass ich keine Kabelbinder mehr hatte. Ach so, wir müssen das verbinden. Und hier? Alles klar. Schalt die um. Fertig. Die hier. Rocket, hat's geklappt? Zur Hälfte, aber ich habe noch nicht genug Saft zum Umschalten. Es muss einen zweiten Knoten geben. Okay. Oh, hier. Ja. Okay, hier. Oh, hier. Mist, wir haben Gesellschaft. Das war falsch. Jetzt erlaubt, Peter Quill? Ja, jetzt. Töte sie jetzt. Oh, je. Ich hatte diese Runde. Hilfe, ich stecke fest. Bringen wir es zu Ende und machen sowas nicht nochmal. Nicht vergessen, keinen Tod. Leute, Gruppe bilden. Ich wurde verpackt. Hey, Muskelpaket, bist du blind oder was? Ich und deine Sehkraft ist einwandfrei, Abscheulichkeit. Und ihr beide steht bei dem Sieg im Weg. Wie bitte? Wir? Du ruinierst uns den Spaß. Ich und Groot haben allein eine bessere Chance auf den Sieg. Wenn Profis um das haben, wir schon mal 100-mal bewiesen und oft streiten werden. Oh, Leute, ihr spielt alle überhaupt nicht mehr zusammen, weil ihr euch alle auf das Falsche konzentriert. Spaß entsteht nicht aus einer Solo-Nummer, sondern wenn wir sie gemeinsam in perfekter Harmonie zerlegen. Wer ist dabei? Ultras Gefilde müssen machen. Das ist für... Und ich stecke immer noch fest. Ich versuche mein Bestes von dem Punkt aus, wo ich bin. Ach, Scheiße. Hatte deine magische Maske eine Fehlfunktion? Ich kann die auch nicht steuern von hier aus. Ein bisschen suboptimal. Offensichtlich nicht.
einen Stein drin. Bin ich offiziell. Nein. Das ist alles ein großes Missverständnis. Was gibt's da misszuverstehen? Wir gewinnen! Ich hoffe es, weil ich stecke im Stein. Nächsten Kontrollpunkt dann. Das war... interessanter Kitsch. Okay, der Tracker sagt... Ach nö. Ich wusste, dass der Schrott. Sie haben Groot mit dem Aufzug runtergebracht, oder? Also müssen wir nur die Steuerung finden. Lady Ladida hat ihn wahrscheinlich auf ihrem schicken Stuhl da oben. Wir sind hier unten. Hellbender hatte sowas wie eine Treppe. Es muss einen Weg geben, sie von unten zu aktivieren. Vielleicht ist da drin ein Kontrollfeld, das du hacken kannst. Möglich wär's. Okay, Drax, räum mal den Schutt weg. Sofort. Mal sehen, was sich da hinten verbirgt. Hättest du nicht noch mehr Lärm machen können? Doch, aber du hast nicht gefragt. Na dann. Okay, ich sende den Plan an deinen Visor. Sieh dir die Verkabelung an und sag mir, welche Verbindungen ich umschalten muss. Ups. Fertig. Was cool. Es hat sich verändert, ich seh's. Du bist leicht zu beeindrucken vom Monster. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Schalt die um. Fertig. Hier. Oh, hier. Ja. Okay. Wir haben Gesellschaft. Ist töten wir erlaubt, Peter Quill? Ja, jetzt. Töte sie jetzt. Alles für dich, Gamora. Schnitt und jetzt. Räum sie weg, Drax. Der Tod ist da. Die Jungs sind das völlig falsch. Oh, sie werden es verstehen. Wenn er es tut. Da ist noch einer. Na, verdammt. Das werden wir nicht zulassen. Okay, das war nicht ideal. Hey, keine Zeugen, kein Problem. Hellbender wird sie nicht vermissen. Okay. Wieder orientieren. Was hat die Tür geöffnet? Oh, hier? Alles klar. Schalt die um. Fertig. Nur ein kleines Versehen, keine große Sache. Du hast soeben möglicherweise die gesamte Festung umkonfiguriert. Ja, wahrscheinlich ist nur ein Klappbett runtergefahren oder so. Rocket, hat's geklappt? Zur Hälfte, aber ich hab noch nicht genug Saft zum Umschalten. Es muss einen zweiten Knoten geben. Okay. Na, okay. Die hier. Da, so muss es bleiben. Ich kann jetzt rauf zum Thron. Hoffentlich funktioniert das Kontrollfeld. Ich hab hier sonst nichts mehr zum Rumspielen. Natürlich funktioniert es. Siehst du? Volltreffer! Das ist der falsche Ausweg. Was? Er hat recht. Groot ist auf der anderen Seite runter. Tja, wir haben keinen anderen Schätzchen. Nenn mich noch einmal Schätzchen. Also, ich bin sicher, die führen beide zum selben Ort. Deine Stimme vermittelt keine Sicherheit. Ich bin fast sicher. Na, dann versuchen wir's. Das war's, wir haben's fast geschafft. Ich muss sagen, das läuft ziemlich flüssig. Das hier führt in den Kerker. Es war jetzt alles andere als flüssig. Okay, ja, und wir hatten einen Stolperer, aber wenigstens hat keiner Alarm ausgelöst. Das nennst du einen Stolperer? Ab jetzt wird alles flüssig laufen. Was zum verdammter Mist! Genau aufs Stichwort. Das ist es nicht, irgendwas stimmt nicht. Achtung! Mehr Waren! Ich würde einen weiten Bogen machen, Peter Quill. Ach, komm schon, du Schrottding! Ganz ruhig.
Hat noch jemand plötzlich ein schlechtes Gefühl? Rocket, sei leise. Halt den Mund, Quill. Groots Tracker ist ausgefallen. Du hast gesagt, wir sind fast da. Ihm geht's bestimmt gut. Du bist überhaupt nicht sicher. Groot! Das hätte besser laufen können. Oder auch schlechter. Wenigstens hat er niemanden aufgeweckt. Der Nager hat kleine gepolsterte Füße. Wo musst du überhaupt hin? Darüber wahrscheinlich. Der Nager ist gereizter als sonst. Er wollte nicht, dass wir Groot verkaufen. Ich auch nicht. Der Baum war eine schlechte Wahl. Wir wurden bezahlt, oder nicht? Jetzt müssen wir nur noch alle in einem Stück hier rauskommen. Ach du Scheiße. Rocket, warte auf uns! Er hat nicht gewartet. Danke, Drax. Warum gibt's hier nirgendwo Geländer? Haben die den Architekten des Todessterns engagiert? Diese Anlage ist mir nicht bekannt. Ich denke, wir sollten uns aufteilen. Die Tür ist versperrt. Wie genau sollen wir hier rauskommen? Ich arbeite an einem Plan. Der wäre... Bis jetzt? Dass wir nicht da lang gehen. Ah, ja. Ich hatte mehr Kreaturen erwartet. Hast du die Dachluke nicht gesehen? Anscheinend gibt es unter uns jede Menge weitere Stockwerke. Upgrade verfügbar. Das ist genau dasselbe wie im Museum des Kollektors. Wenigstens sind die Bestien hier gut gepflegt. Aktivtür. Ah! Rocket, wir haben ihn! Hier drüben! Groot, ganz entspannt, Kumpel. Ich hol dich raus, sofort! Machst du Zahnstocher aus ihm? Zurück! Ich durchbreche die Barriere. Die ist zu dick. Die ist zu dick. Ist nicht wahr. Ich hab's. Weißt du noch, der Arago-Job damals? Auf 3, 2. Oder so. Die Gasthexe hat dich ja bis auf die Rinde ausgezogen. Weißt du, wir wären schon früher da gewesen, aber die Hupfdrolle da. Schön, dass du wieder da bist, Groot. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ausgang. Schätze, Groot kennt den Weg. Wieso konnte er von ihnen raus? Hey, warte mal, Kumpel. Was ist denn los? Sag doch was! Bist du okay, Groot? Sei still, Quill. Was habe ich gemacht? Okay, diese Tür war vorhin definitiv verschlossen. Vielleicht wurde der Baum verzaubert. Irgendwas hat sie mit dem Tara-Tara gemacht. Irritiert mich ein bisschen. Hey, komm schon, sag was, Kumpel. Was hat dir der Bedonschlager angetan? Groot? Das ist sowas von eine Falle. Oh, shit. Wächter der Galaxie. Dachtet ihr Narren tatsächlich, ihr könntet mich hintergehen? Und das gänzlich ohne Konsequenzen. Postfight. Groot. Ich bin Groot. Ah, ja. Wer von euch hielt es für weise, euren absurden Plan ausgerechnet einem Flora-Koloss anzuvertrauen? Ihr nennt ihn Freund, ignoriert aber gänzlich seine Wesensart und überseht den Umstand, dass er der schlechteste Lügner der Geschichte ist. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass ihm das Monster kein Schwein abkauft. Zu seiner Verteidigung, er hat euer Geheimnis gehütet, fast eine Stunde. Lady Hellbender, lasst uns das ehrenhaft regeln. Ich stelle mich euch im Zweikampf. Ehrenhaft, sagst du? Dieses Angebot kommt leider ein wenig zu spät, Zerstörer. Es gibt kein Entrinnen vor meinem Zorn. Damit kann ich fantastisch. Leben. Dweller, das Festmahl wartet. Ja.
sie ist nicht das Problem. Aber das hier. Die Tabelle im Darkness. Ach du Scheiße. Das ist ein wahres Monster. Dann machen wir es richtig tot. Wir werden geplant, wenn wir uns nicht um diese Arme kümmern. Na, die Arme. Natürlich. Ach, Scheiße. Womit füttert sie dieses Ding? Uns, wenn wir nicht vorsichtig sind! So, und hier. Ohne Arme wird er nicht mehr so unterlegen sein. Na, viel. Die Bestie dann, lasst uns den Vorteil nutzen. Drax, erledige sie. Ich werde ihre Knochen brechen. Er ist geschwächt. Attacke. Irgendwelche letzten Worte? Nicht hinter dem Haustier verstecken, Lady Hellbender. Ja. Tu uns einen Gefallen und spring unter die Tür. Ein Arm ist ab. Das Monster verdient meine Legende. Dann werden wir auch zur Legende, wenn wir es töten. Vernichte sie, mein Lieber. Leute, Gruppe bilden. Yep. Gerufen, Peter. Bei mir läuft's da draußen super. Bei mir auch. Vielleicht sollst du mir nur nicht im Weg stehen. Oder er will, dass du dich zurücklehnst, einem Profi zusiehst und dabei was lernst. Wir sind Profis und das haben wir schon 100 Mal bewiesen. Es geht nicht darum, das Geheimnis fein zu kriegen. Komm schon, Leute. Das sind nicht unsere ersten schweren Gegner und sie werden nicht die letzten sein. Vor ihnen sind schon 1000 dahergekommen und alle haben schnell rausgefunden, dass Wächter nie klein beigeben. Momentan sieht's aber schon so aus. Weil, wer ist dabei? Dieser Mann, die Stimme müsste anfangen. Wir müssen diesen Gegner Glied für Glied fällen. Jetzt! Angriff! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Keiner von euch wird lebend hier rauskommen. Glocke, okay, der Plan war vielleicht nicht optimal. Wir sind noch nicht tot. Zeigt ihn, Drax. Erwarte Schmerz. Hackfleisch, Gamora. In Stücke geschnitten. Die Bestie ist eindrucksvoll. Na komm. Seht euch, es hat sich Schleim auf. Kann es nicht, wenn es genommen wird. Nicht schon wieder. Du hast genug mit ihm gespielt. Bring's zu Ende. Neue Arme. Okay, na toll. Vergesst ja den Rosen nicht. Vorsicht vor Dornenauswüchsen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ich komme. Ich bin bereit zu zerstören. Aufhelfen. Lass uns ein paar Ärsche treten. Was jetzt, Peter? Die Bestie wurden von diesen Gallern-Kreaturen ernährt. Das ist ein geringer Trost, Drax. Äußere Dreck dient nur der Ablenkung. Ich sollte mal hier ein bisschen. Klöpf sie dir vor! Achtung! Weg hier. Jag sie hoch, Rocket! Ich glaube nicht, dass sie das noch interessiert.
Na komm. Letzte Bestellung! Lobenswerte Bemühungen, Lady Helm! Sie versteckt sich immer noch hinter jemand anderem! Ja. Na komm. Auf weitere Galax! Und die anderen Tentakel! Ich glaube, es will sich heilen! Tentakel. Da läuft es doch halbwegs gut. Vernichte sie, mein Lieber. Ich bin bereit, ich brauche nur eine Lücke. Na komm. Peter Quill, entfessle mich gegen diese Nagel. Los, auf sie. Was jetzt, Peter? Überrennen. Komm schon, gib mir nur einen Schuss! Du besitzt keine Schusswaffe! Na komm! Zeit für das schwere Geschütz! Die Bestie muss sich von diesen Galan-Kreaturen ernähren! Sie darf sich auf keinen Fall erholen! Ja, jetzt. Vernichte sie! Zieh mir es durch! Jetzt! Attacke! Oh nein, gut. Zeit zum Angriff! Gut, kann ich angreifen. Egal. Keiner wird's kommen sehen! Mach dein volles Programm! Als hätten wir nicht schon genug Probleme! Es sind schon ein paar mehr! Sehr schön. Wir müssen es irgendwie einfrieren! Und los! Mein Dweller! Was haben Sie mir angetan? Ja, stimmt. Jetzt ist der Kopf dran. Lass Feuer auf sie herabregnen! Die Dinger sind hot und heavy! Oh. Sie können glücklich sein! Wenn du verbrannt werden willst! Ach komm! Gut ein. Das Wasser und frische Erde nicht beheben könnten. Sorry, Kumpel. Hey, gut sagt danke, Quill. Oh. Mein Name drauf. Mach's gut, weg auf Popel. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Platz! Flock, die Dinger sind scharf! Es geht immer noch! Los! Und damit! Es ist nicht zu spät, die Sache abzublasen! Ah! Wie viele Leben hat dieses Ding? Ein! Gute Frage! Könnte der Sprengstoff nützlich sein? Was glaubt ihr denn, was ihr da macht? Das war episch. Wir haben es geschafft! Sie leben! Bringt mir Nascha! Schnappt euch alle ein Bein! Schnell raus hier. Und sich können wir nicht besiegen. Nicht gut und dem Geld ist nicht nachfeiern. Wir haben einen heftigen Fehler gemacht. Und heftig viel Bargeld. Niemand entkommt Lady Hellbenders Zorn. Das werden wir sehen. Da
aus, Zorn. Cody. Knochen gehören mir, Wächter der Galaxie. Sie jagt uns bis ans Ende des Universums. Wen interessiert's? Wir sind runter von der Matschkugel und haben das Geld. Erst nachdem uns der sprechende Baum verraten hat. Ich bin Groot. Ich spreche kein Baumisch, Baum. Hey, hast du ein Problem mit Groot, hast du mit mir auch eins. Wow, 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 eins nach dem anderen, bitte. Lady Hellbender wird Rache wollen, denkt an meine Worte. Dann muss sie sich hinten anstellen. Erst rufe ich Corell an. Je früher wir die Strafe bezahlen, desto besser. Ja, und wir können uns wieder daran gewöhnen, pleite zu sein. Das ja, ein bisschen was denkst du eigentlich immer nur ans Geldnager? Nein, manchmal denke ich auch an Bomben. Und Fusel. Ah, Bomben aus Fusel. Dickie! Das war wirklich mein Dad? Irgendwas stimmt nicht mit der Verbindung. Dreh mal am Regler. Hab ich, bringt nichts. Nikki, ist deine Mom auch da? Ich muss unbedingt mit ihr reden. Sie ist bei mir. In mir drin. Was du in der Quarantänezone? Ich bin nicht an Bord und aber so ein dummer. Hast du die Bandbreite begrenzt? Hab ich schon versucht, es muss was anderes sein. Ich verliere dich, Nikki. Hol deine Mom. Musste, dass du mein Dad bist. Was soll ich? Ich glaube, mit dem Mädchen stimmt was nicht. Ja, sie gehört zum Nova-Corps. Kannst du das reparieren? Ist ja gut, reg dich wieder ab. Ich check mal die Matrix. Ich kann alle zurückholen. Ich muss einfach... Fast so. Völlig übertrieben. Seht euch das an! Es hat alles völlig zerkaut! Das Lama. Ich bin... Rocket, komm runter, das ist doch bloß eine Matrix. Ach ja, bloß eine Matrix? Sieh dir das an, Quill, wo soll ich die Teile herkriegen, um das zu reparieren? Die ist im Arsch. Ich hab doch gesagt, behaltet das Vieh nicht, aber wollte das irgendeiner hören? Nein, auf Rocket hören wir nicht. Wer ist Rocket? Bloß der, der das Schiff repariert. Ich verspreche dir, wir reparieren das so schnell wie möglich. So wie du uns versprochen hast, dass deine Freundin nachsichtig mit uns ist? Ah ja, okay. Hey, das ist nicht fair. Weißt du, was nicht fair ist, Quill? Dass ich anscheinend der Einzige bin, der hier einen Furz auf die Milano gibt. Hör zu. Wir müssen in Stock die Matrix reparieren. Ich kenne zum Glück jemanden auf Nowhere, der die Teile hat. Und der schraubt uns günstig den Nova-Tracker ab. Wir können das Kind nicht zurücklassen. Es hat sich seltsam verhalten. Das Lama-Ding hat die Kabel zerkaut, Drax. Wahrscheinlich war nur die Verbindung schlecht. Und wenn wir den Tracker entfernen, wird Corell uns die gesamte Nova-Corps-Flotte auf den Hals hetzen. Gamora hat recht. Wir haben es versprochen. Ich hab's versprochen. Finde heraus, wo Corell ist, dann bezahlen wir unsere Strafe. Ist das jetzt ein schlechter Witz? Auf die Weise müssen wir beim nächsten Job nicht befürchten, dass wir Nova an den Hacken haben. Ja, falls es einen nächsten Job gibt. Aber der Lady Hellbender. Oder wie die hieß. Klingt, als hätte Groot das beißwütige Mistding unter Kontrolle. Es sollte besser nicht mehr herkommen und an meinem Schiff rumkauen. Oder ich. Oder du was? Wir können mal ein bisschen Fähigkeiten. Ich finde, Gamora hat sich was verdient. Schattenschlag. Ah,
Das war bestimmt die Attentäterin. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Die Kühlschranktür war offen. Ja, Gamora. Oder war es die Abscheulichkeit? Ja, Rocket. Gamora, hast du... Sind das Puppen? Ja. Nein. Ach, ist doch egal. Die Hallas Hope ist im Tayo-System. Koordinaten in der Konsole. Okay. Wieso hast du den Sichtschirm zugemacht? Das geht dich nichts an. Wirklich nicht? Klingt so, als würdest du irgendwas vor uns verbergen. Ja, das tue ich. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe alles gesehen. Hätte nicht gedacht, dass du Puppen sammelst. Und ja, ich häng an meinem Leben. Peter, ich werde dich nicht töten, nur weil du nach meiner Sammlung gefragt hast. Das ist gut, denn letztes Mal... Was wäre denn, wenn ich sie sammel? Viele Leute haben Hobbys. Groot sammelt Pflanzen. Rocket hat ein Faible für Bomben. Ja, ja. Und Drax hat viele... sehr gefährlich aussehende Messer. Siehst du? Ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich. Als ich klein war, habe ich auch Sachen gesammelt. Baseballkarten, Actionfiguren... Findest du Sammeln etwa kindisch? Nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Ich zieh dich nur auf, Peter. Mir ist egal, was du darüber denkst. Ich behalte nur gern meine Hobbys für mich. Alter. Der Weltraum. Die Zeit verrinnt, Peter.